Der SC Berlin hat zum Pokal geladen und die ostdeutschen Fechter sind zahlreich erschienen. Zwei Tage lang kreuzt der Fechtnachwuchs der unter 20-Jährigen im Sportforum die Klingen. Zuerst sind die Florett-Spezialisten dran, am zweiten Wettkampftag folgen die Degenfechter. SCB-Abteilungspräsident Dirk Biedermann ist mit der Resonanz auf den Turnierklassiker bereits jetzt äußerst zufrieden, findet aber auch, dass da durchaus noch mehr geht. Ich denke mal, dass Berlin an sich schon attraktiv ist. Natürlich stehen wir aber im Kontakt mit den Verbänden, also hauptsächlich läuft es über die Trainer. Wir wollen die Arbeit in den nächsten Jahren da auch mal ein bisschen intensivieren, dass wir zumindest regional mehr zusammenarbeiten. Und ein Ergebnis ist immer der Zulauf von anderen. Daran kann man schon ein bisschen messen, dass es läuft. Im Herrenflorett kommt der Zulauf vor allem aus Jena, Halle, Schkeuditz und Magdeburg. Trotzdem sind die Jungs vom SC Berlin im Halbfinale beinahe unter sich. Wäre da nicht Christoph Schätzke vom Fechtzentrum Halle, der Turnierfavoriten Maurice Degler den Einzug ins Finale vermiesen will. Was ihm auch beinahe gelingt. . 15:14, denkbar knapp, siegt der Berliner nach zwischenzeitlicher 6-Punkte-Führung. Im zweiten Halbfinale setzt sich Moritz Pust überraschend deutlich 15:9 gegen Noah Dahms durch. Und verlangt auch Maurice Degler so einiges ab. Am Ende macht die größere Erfahrung den Unterschied. Degler gewinnt den SCB-Pokal 2018. Also der schwerste Brocken für mich war heute der Christoph Schätzke von Halle, weil ich dachte mir eigentlich, das wäre relativ gut im Sack, als ich 12:6 geführt habe. Und dass dann am Ende 15:14 ausging, habe ich jetzt so nicht gerechnet. Und überrascht war ich auch vom Moritz Pust, dass das auch recht knapp war im Finale zu 12. Im Damenflorett setzt sich die erst 15-jährige Jennifer Balle gegen die 4 Jahre ältere SCB-Fechterin Juliane Biedermann durch. Und trifft im Finale auf die Berliner Meisterin Carlotta Morandi. Und auch die tut sich schwer gegen die A-Jugendliche aus Halle. Anders als bei den Herren triumphiert bei den Damen am Ende die Jüngere. Der SCB-Pokal 2018 geht nach Halle. Also es ist auf jeden Fall ein sehr hohes Niveau. Man ist selber ja noch A-Jugend und viele Juniorinnen sind hier auch gestartet, die auch auf der deutschen Rangliste ziemlich gut sind. Deshalb freut es einen umso mehr zu gewinnen. Wer sich im nächsten Jahr freuen darf, bleibt noch offen. Sicher ist aber bereits jetzt. Berlin freut sich über jeden Fechter, der auch 2019 wieder in der Hauptstadt antritt. Beim SCB-Pokal im Sportforum.